wenn man hierher fährt, ist alles dunkel. Man ist der Einzige, der zu Hause losfährt und dann kommt man hierher und es sind so viele Gleichgesinnte und man merkt, das ist so ein Event, das alle begeistert. Man hat viel davon gehört, immer viele Teilnehmer und ich habe mir gedacht, ich muss heute auch mal dabei sein. Ja, ich hoffe, dass wir gesund und mit so wenig Blasen wie möglich ins Ziel kommen. Ich glaube auch, dass man da schöne Erfahrungen sammeln kann. Auf die Erfahrungen, was sie dann tun, auf die Erinnerungen und auf die Strecke. Ich wünsche jedem Teilnehmer, dass er seine Erlebnisse sammelt, dass er es genießen kann, weil das wird er sein Leben lang erinnern. 2, 1, einfach genial. Ich liebe ihn. Spannend, eine Herausforderung und mega, mega cool. Die Frisur hält. Und lachen kann man auch noch. Anstrengend und ja, einfach cool. Spitze. Einfach eine super Veranstaltung. Da zeigt alle wirklich sehr viel an. Das ist das Wetter, ob es auch bestellt. Perfekt. Ich bin super motiviert, es ist echt aufregend, die Leute sind nett, es ist wunderschön, Wetter passt. Weiter gehen wir. Ich bin überwältigt. Ich bin eigentlich total überrascht. Also ich habe gar nicht damit gerechnet. Das ist auch meine erste lange Strecke, die ich laufe. Sonst mache ich immer so kurze Sachen nur. Und ich bin eigentlich so einer gekommen, wo ich mir gedacht habe, so außer Konkurrenz, ganz entspannt laufe ich da mit. Weil Abilaufen ist auch nicht so mein Ding eigentlich. Und dann habe ich gedacht, da kann ich sowieso nicht vorne mitspielen. Und dann habe ich am Karwendelhaus dann gehört, dass ich die erste Frau bin. Und habe gedacht, eha, jetzt muss ich mich da anstrengen. Nein, es war eigentlich heute von Anfang bis zum Schluss super, keine Probleme. Also genau wie ich mir es vorgestellt habe. Ja, am Anfang war es recht anstrengend für mich. Aber dann, wie es steiler geworden ist, ist dann mehr meines, dann ist es besser gegangen. Und dann habe ich ein paar Plätze noch aufholen können. Ich war noch nie dabei und mache das doch schon viele Jahre jetzt, den Sport. Also es gehört einfach zum Portfolio dazu. Doch, es war schon hart. Ich habe halt nicht so gute Beine gehabt, muss ich sagen. Bin letzten Samstag noch einen Wettkampf gelaufen. Das war jetzt auch nicht ganz so frisch und habe mir eben halt auch gar nicht so viel erwartet. Und dass jetzt doch der zweite Platz geworden ist, ist echt sensationell. Freut mich sehr. Der Karwendelmarsch 2023 mit einem neuen Streckenrekord. Also was will das Veranstalterherz mehr? Nicht? Also wirklich, es waren wieder alle Zutaten da. In der Früh natürlich etwas Sorge, weil doch das Wetter nicht optimal war. Aber dann eben dieser tolle Streckenrekord. Wirklich herzliche Gratulation und auch einen herzlichen Dank an unsere zahlreichen Helfer. Über 300 helfen uns jedes Jahr. Sie nehmen sich sogar frei, um beim Karwendelmarsch dabei zu sein. Also rundum glücklich.